Willkommen zurück zu Let's Play Lost in Blue Shipwrecked. Gestern haben wir unser Floß groß fertig gebaut, allerdings haben Gott und Fiona es geklaut und wir sitzen immer noch hier auf der Insel fest. Wie eigentlich zu erwarten war, muss man sagen, wie eigentlich zu erwarten war. Ja, jetzt machen wir uns erstmal schnell ein weiches Seil fertig, das könnten wir nämlich heute im Laufe des Tages noch gebrauchen. Das wird in Aidens Beutel platziert und da ist es auch ganz gut aufgehoben, wobei wir es eigentlich lieber in Lucy's Inventar rüber verschieben wollen. Ja, die Wasserflaschen kommen erstmal wieder ins Regal rein, wie üblich. Auch der restliche Kram, den wir hier noch so haben, der kräftige Stock allerdings nicht. Der kommt mit rüber in Lucy's Inventar, weil der auch noch nützlich sein könnte, sollten wir keine anderen großen Stöcke irgendwo in der Umgebung finden. Okay, und weil wir viel vorhaben, machen wir uns auch gleich auf den Weg. Das Ei sammeln wir allerdings trotzdem hier vorne ein. Das wird uns vielleicht noch irgendwann nützlich sein, wenn wir irgendwie Hunger kriegen sollten. Was wahrscheinlich passieren wird. Allerdings sind wir momentan auf 94%, was wahrscheinlich für den ganzen Tag lang reichen wird. Ja, dann gehen wir doch mal schnell zu der Stelle, wo unser Floß früher stand und gehen mal schnell auf Nummer sicher, dass hier tatsächlich nichts mehr ist. Eine Piratenmünze. Du besitzt jetzt ein Schlüsselobjekt Piratenmünze? Diese Form, das könnte wichtig sein. Also haben Gott und Fiona die da wahrscheinlich verloren, ansonsten war ja niemand da. Sind die beiden Piraten oder haben die einen Piratenschatz auf der Insel gefunden? Merkwürdig. Naja, jetzt haben wir zumindest eine Münze. Was auch immer die uns bringen soll und warum auch immer Aiden die überhaupt mit sich rumschleppt. Die Form könnte ja wichtig sein. Naja, wenn er sie schon aufnimmt, dann wird sie bestimmt für irgendwas nützlich sein. Allerdings, nach logischem Menschenverstand möchte man eher meinen, dass diese Münze überhaupt keinen Wert für Mr. Aiden hier hat. Ja, dann gehen wir allerdings jetzt erstmal wieder zu unserem lieben gravitationsignorierenden Obelisken zurück. Ich bin ja immer noch gute Hoffnung, dass endlich vielleicht was in die Falle gegangen ist. Da hinten scheint wieder was zu sein. Allerdings ist es vielleicht wieder eine Ziege, wenn wir Pech haben oder sogar ein Huhn. Ja, ich wollte, das wäre nicht so. Aber wir paddeln dann mal wieder rüber und gehen auf Nummer sicher. Für den Fall eines Falles müssen wir eine neue Falle aufstellen. Flusspaddeln. Ja. Wenn wir tatsächlich endlich mal ein Schaf fangen könnten, dann müssten wir hier auch für eine ganze Zeit erstmal nicht mehr rüber paddeln. Weil es eigentlich überhaupt keinen Grund für uns gibt, auf die Insel zu fahren. Außer wirklich, um danach den Tieren zu gucken und im besten Fall halt, um ein paar kräftige Stöcke zu finden. Weil es die da meistens auch gibt, in doppelter Ausführung sogar. Ja, wir nähern uns wie üblich unserem G-Punkt und die Spannung steigt. Bitte lass mich endlich ein Schaf zähmen im Spiel. Wie viele Schafe wir schon gesehen haben, wie viele Schafe wir schon nicht kriegen konnten, wie weit wir schon in das Spiel rein sind, wie weit wir schon sind, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, Wolle zu bekommen, obwohl wir theoretisch schon seit langem ein Schaf hätten haben können. Ist das wirklich? Ist es gefangen? Ist es in der Falle? Es steht fest? Spiel, sag mir, dass dieses Schaf da vorne tatsächlich von der großen Falle gefangen ist. Jawohl! Es ist ein Schaf. Du kannst dieses Tier zähmen und in deinem Basislager behalten. Versorge es täglich mit Wasser. Jawohl! Wir haben endlich ein Schaf gezähmt. Ein bewegender Augenblick in der Geschichte von Lost in Blue Shipwrecked. Danke, liebes Spiel. Danke. Ich habe schon befürchtet, es würde einfach viel zu spät werden. Wir müssen immer noch einen Tiger töten, damit wir überhaupt genügend flauschige Felle haben, um das Flauschi-Punkt-Bett zu bauen. Aber jetzt haben wir auch endlich die Möglichkeit, um Wolle zu bekommen, die wir auch für das Bett brauchen werden. Ach, wieso dermaßen wichtig eigentlich deswegen ist. Ja, wir verspeisen mal eben schnell die ganzen Essenssachen, die wir noch so dabei haben. Dann geben wir den ganzen restlichen Kram hier wieder an Lucy rüber. Wir müssen keine neue Falle mehr aufstellen, weil wir haben alle drei Tiere, die es in diesem Spiel zu fangen gibt, die wir in unserem Basislager halten können. Ja, mehr gibt es leider nicht. Es gibt halt Schafe, Ziegen und Hühner. Das ist das gesamte Set an Tieren, die zähmbar sind. Alle anderen, die wir so zum Erlegen treffen, von denen wir eigentlich nur Fleisch, Knochen, Felle oder sonstiges bekommen, können wir auch nicht zähmen. Und das heißt, das war vorerst tatsächlich unser letzter Besuch auf der Insel. Und wir müssen noch ein vorläufig letztes Mal mit unserem Zwei-Spieler-Rafting-Minispiel mit dem kleinen Floß, das wir schon vor langer Zeit fertiggestellt haben, zurückpaddeln auf die Hauptinsel. Ein Wunder.
Kein Wunder! Ich habe wirklich gedacht, dieser Augenblick kommt niemals. Solange wie ich jetzt schon versucht habe, so ein verdammtes Schaf zu bekommen. Das ist echt unglaublich. Ja, und damit ist es auch schon wieder so gut wie geschafft. Erfolg! Das Rafting ist vollendet! Irgendein Krokodil, das uns hier vorne auflauert? Nein, das finde ich sehr gut. Dann begeben wir uns wieder in das Dschungelgebiet rüber. Wir werden uns jetzt wieder Richtung Höhle begeben wollen, nachdem wir schon auf der Insel waren. Unsere Inventare sind ja nicht so voll, dass wir tatsächlich extra nochmal in unsere Basis zurückgehen müssten, um auszuleeren. Lucy, kann ich mal eben mit dir reden? Huch, ja? Vielleicht nochmal den Dschungel angucken? Ja, ich wollte mal eben gucken, was sie uns eigentlich sagt, wenn wir jetzt mit ihr reden, nachdem ja unser Floß geklaut wurde. Und wir gucken ja auch gerade den Dschungel nochmal an, wobei das eigentlich eine sehr unpräzise Nachricht ist. Und im Endeffekt würde es eigentlich viel sinnvoller sein, wenn sie jetzt sagen würde, nachdem ja schon beide dachten, das Floß groß wäre eine gute Idee, ja, bauen wir halt noch ein Floß. Hat zwar ein paar Tage gedauert, aber wir sitzen halt auf dieser Insel fest. Was sollen wir sonst machen, ne? Zeit für Floß groß Mark 2. Das nennen wir dann das Floß. Haha. Und fahren damit über das weite Meer. Naja. Scheinbar wird es dazu nicht kommen, weil wir sollen uns den Dschungel aus irgendeinem Grund nochmal angucken. Ob die Piratenmünze uns da irgendwie helfen kann? Wer weiß. Ja, also, was wir jetzt wirklich machen wollen, ist mal wieder in die Höhle reinzugehen mit den beiden. Und dort mal zu gucken, ob wir dort nicht noch irgendwas Auffälliges finden. Wir wissen ja, da gibt es immer noch Gänge, bei denen wir zwar gesehen haben, dass es Sackgassen sind, in die wir allerdings nie so wirklich reingegangen sind. Da könnte sich ja immer noch irgendwas Interessantes vor uns verbergen, das wir soweit noch nicht gefunden haben. Ja, leider bedeutet es, selbst wenn wir irgendwas finden, dass wir ziemlich sicher Lucy brauchen, um irgendeine Art von Story-Fortschritt zu machen. Was also bedeutet, dass sie uns über sämtliche Sprünge und Miniklippen folgen muss. Wie das nun mal häufiger so in diesem Spiel leider der Fall ist. Und ka-hopf und ka-hopf, Lucy hinterher. Ich wünschte, sie würde selbstständiger werden. Ich wünschte, wir hätten irgendwann endlich mal ein Rezept für normale Schuhe bekommen. Damit Lucy hier nicht immer so viel rumhampeln muss. Aber nein, sie muss ja ihre schlechte Bekleidung behalten hierfür. Und sie braucht sich jedes Mal wieder die Hilfe von unserem lieben Freund Aiden, so schlimm das sein mag. Naja, manchmal auch nicht, manchmal warten wir einfach nur. Ja, dann gehen wir mal wieder hier in die hinterletzte Ecke, da können wir auch einen Schluck aus der Wasserquelle nehmen. Lucy hat nämlich schon wieder nur noch 15%. Dann gucken wir doch mal, was sich hier links in dieser Abbiegung befindet, in der Sackgasse. Da ist eine merkwürdige Einkerbung. Ich frage mich, was das ist. Sieht aus, als passt es hier. Es ist ungefähr so groß wie die Münze. Jetzt sag mir nicht, diese zufällig verlorene Piratenmünze. Sollen wir es ausholen? Passt hier ernsthaft in die Höhle. Passt perfekt. Und? Was passiert jetzt? Es rumpelt in der Höhle. Interessant. Was ist das für ein Geräusch? Und auch irgendwie sehr weit hergeholt. Sehen wir nach. Ja, da hinten in der Richtung gibt's ja eigentlich nur eine Stelle, an der irgendwas wirklich Interessantes passieren kann. Und das ist in der Nähe von den Ranken, die uns hoch zu dem Maracas-Minispiel gebracht haben. Allerdings nehmen wir erstmal natürlich noch unterwegs einen Schluck Wasser, wie angekündigt, zu uns, damit unsere beiden Hauptcharaktere hier nicht verdursten, während wir unterwegs sind. 12% sind für Lucy wirklich, wirklich nicht viel. Ja, dann natürlich hier rechts wieder runter. Uns bleibt ja keine großartige andere Wahl. Hüpf, 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 hüpf. Liebe Charaktere, kommt zu beide mit. Jawohl, helft euch ein bisschen gegenseitig. Muss ja unbedingt sein. Und dann nochmal hier vorne runter. Vorne über den Wasserstrom. Und dann hoffen wir mal, dass sich tatsächlich irgendwelche neuen Möglichkeiten für uns ergeben haben. Wäre ja eigentlich angebracht, nachdem wir wieder einen Story-Fortschritt hatten mit dem Floß groß. Auch wenn es geklaut wurde. Immerhin sind wir die beiden nervtötendsten Charaktere dieses Spiels losgeworden. Was ich, wie gesagt, auch sehr gut heiße. Endlich ein Leben ohne Gord und auch ein Leben ohne Fiona. Die waren nicht ganz so schlimm wie Gord, aber auch nervtötend genug. Und außerdem, sagen wir mal, sehr hinterhältig.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Achtung! Tadadada! Die Piratenmünze hat hier vorne eine kleine Steinbrücke ausgefahren. Ich will gar nicht wissen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und hier rechts haben wir jetzt noch einen Minecraft-Block, damit wir hier vorne einen kompletten Rundgang haben. Wir könnten hier vorne jetzt wieder hochklettern und dann wieder zu der Wasserstelle hinkommen, aus der wir gerade eben getrunken haben. Kommt schon. Okay, gute Arbeit. Ja, allerdings befindet sich hier vorne außer dem Minecraft-Block noch ein komplett neuer Weg, wie wir hier vorne sehen, mit einem neuen Bildwechsel. Das heißt, es wird mal wieder Zeit, ein komplett neues Gebiet zu betreten und zu erkunden. Und wir sehen auch gleich schon erstmal entdeckerische Musik und Holzklötze sowie ein Krokodil, das uns hier vorne auflauert. Tja, dann holen wir mal wieder unseren Knochensperr raus. Lange kann der allerdings echt nicht mehr halten. Der wird garantiert zerbrechen während dem Kampf gegen das Viech. Komm her, Krokodil, wir wollen dich erlegen und ein bisschen leckeres Fleisch von dir sammeln. Platz 2. Ah, ja, Knochensperr wurde zerstört. Tschüss, liebes Werkzeug. Dann der Maul dieses Krokodils hängt gerade mitten in Aiden. Ja, rüsten wir mal eben unseren anderen Knochensperr aus, warten darauf, bis es fertig gewackelt hat und dass es wieder an uns vorbeistürmt. Dann greifen wir es mit unserem neuen und verbesserten Knochensperr an. Na, verbessert ist er nicht wirklich. Aber auf jeden Fall neu ist er. Batz, batz, batz. Ah! Puh! Drei Treffer, da war wieder so eine Situation von, ich weiß nicht, warum das Viech so schnell wieder losgestürmt ist. Ah, aber wir sehen auch, dass unsere momentane Waffe deutlich stärker war als die letzte, die wir gegen Krokodile verwendet haben. Wir kriegen nicht nur das Echsenfleisch von dem Viech, sondern wir kriegen auch noch raue Haut. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt jemals für irgendwas brauchen werden. Egal, wir nehmen sie ja vorläufig erstmal mit. Wenn wir sie brauchen, dann werden wir sie ja sehen. Da vorne sehen wir außerdem, dass wir mal wieder ein bisschen Bambus kriegen können. Dann haben wir endlich nicht nur eine einzige Stelle im gesamten Spiel, wo wir Bambus sammeln können, wenn wir mal welchen brauchen. Und hier vorne die Holzklötze lassen wir uns natürlich auf keinen Fall entgehen. Wie wir uns eigentlich gar keine Holzklötze entgehen lassen im gesamten Spiel. Wobei sie mit der Fertigstellung des Floß groß tatsächlich jetzt endlich an Bedeutung für uns verloren haben. Werkzeug Steinaxt außerdem zerstört. Mein Gott, unser gesamtes Inventar zerbröselt vor unseren Augen. Aber wir haben ja auch noch eine Ersatz Steinaxt dabei. Wir sind ja immer für alle Situationen gewappnet und ausgerüstet. Also ja, mit der Steinaxt, jawohl. Dann geben wir den ganzen restlichen Kram hier erstmal an Lucy, damit nicht sofort AIDS Inventar zugemüllt ist. Und essen mal gerade die ganzen Früchte, die wir hier noch haben. Wir müssen auch dran denken, dass wir noch die Lunchpakete haben. Irgendwann müssen die auch mal gegessen werden. Allerdings muss das ja nicht unbedingt heute passieren. Da können wir uns noch ein, vielleicht zwei Tage mit Zeit lassen, bevor sie wirklich schlecht werden. So, und hier direkt der nächste Holzklotz. 2, 3, 4. Timber! Wir sehen da vorne außerdem mal wieder einen Fluss mit einer Wasserstelle langfließen. Wir werden also gar nicht unbedingt in der Höhle trinken müssen, wobei Lucy dann allerdings jetzt wahrscheinlich schon wieder in der Situation wäre, dass sie wieder ein, zwei HP verloren hätte. Auf jeden Fall können wir, wie gesagt, da vorne auch einen Schluck zu uns nehmen, wenn wir wollen. Und hier rechts geht's auch noch hoch. Ist gar nicht mal so klein, dieses Gebiet hier vorne. Und es hat sogar noch einen Holzklotz hier drauf. Da sehen wir außerdem noch einige Früchte, wenn wir da vorne ein Stück weitergehen. Hack, außerdem hat sich dort Max mal wieder festgehangen, wie wir sehen. Glücklicherweise stört Lucy das nicht wirklich und Max wird, wie wir schon mal erwähnt haben, für nichts Wirkliches gebraucht. Den Umweg zu den Früchten machen wir uns jetzt nicht, denn da vorne gibt es noch eine Höhle, die wir ebenfalls noch betreten können, die ebenfalls noch ein neues Gebiet für uns zeigt. Eieiei, massenhaft neue Erkundungen nach diesem letzten Event, dem Floß fertig bauen. Sogar mit Zwischensequenz. Oha, da haben wir ja mal was gefunden. Sieht interessant aus hier drin. Eine alte Stadt. Naja, Stadt, Ruine. Vermutest du, dass die beiden diesen Platz nicht gefunden haben? Das scheint nicht sehr wahrscheinlich. Naja. Vielleicht haben sie etwas Beängstigendes gesehen und sind weggerannt. Es gibt zumindest keinen Weg, hier hinzukommen. Nun, es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ja, wir gucken uns hier einfach ein bisschen um. Klingt nicht nach einem schlechten Plan. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Es ist ja erst 16.33 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns umzugucken in der alten Stadt. Bis zum nächsten Mal also. See ya! Willkommen zurück zu Zweispielerlast in Blue. Dieses Mal spielen wir Korbfalle. Erstens, zwei Spieler arbeiten zusammen, um das Spiel zu gewinnen. Zweitens, A und B benutzen, um den Korb zu entfernen. Drittens, A und B benutzen, um die Spiele zu greifen. Und sie in die Tasche unten rechts zu geben.
Das ist wunderbar, wunderbar übersetzt. Also, ich muss dem Übersetzungsteam muss ich wirklich gratulieren. Also, ja. Das ist fantastisch. Mal wieder ein Koop-Spiel, in dem niemand Punkte dafür bekommt, wer gewinnt, weil es wieder keinen Sieger gibt. Bestätigen. Hebt du die Kopf, hallo? Ich gehe auf die linken Viecher. Ah, schnapp sie alle. Ah, verdammt, ich krieg die komische Kröte da vorne nicht richtig gegriffen. Kriegst du sie? Ja, ich hab sie. Immerhin. Konnte ich die andere Ratte nicht fangen. Leider. Weil er so viel nicht gegriffen hat. Wir konnten nicht alles fangen. Oh.